So, was haben wir noch? Holz zu Quickborn Süd. Dann haben wir den vom SCM. Normales Holz, ne? Soll das werden? Ja, genau. Was auch blöd ist, ist, wenn ich mal zweimal klicken muss. Dann müsste eigentlich direkt ein Folgefenster kommen. Wähle den Anhänger. Vielleicht ist es ja bei der Steam-Version so. Wie gesagt, wir spielen ja immer noch die Prä-Alpha von Itch.io. Und an der Stelle erwähne ich es einfach nochmal, wer die Version bei Itch.io gekauft hat damals, kann sich dort einen kostenlosen Steam-Key generieren lassen, der sozusagen dann euch die Möglichkeit gibt, dieses Spiel bei Steam dann wie kostenlos zu erhalten. Also, dass ihr es nicht zweimal kaufen müsst. Und wer das Spiel auch hier kaufen möchte bei Steam, kostet 20,99 €. Ja, muss ich ganz klar sagen, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht abschätzen, ob das für Early Access, ob das ein guter Preis ist oder zu teuer, aber ich finde es eigentlich in Ordnung, wenn man mal sieht, was andere Spiele sonst so kosten. Das geht ja schon in die 60 € rein, teilweise so Eisenbarren. Eisenbarren hier die Prügel rausschmeißen. So. Oh, hier wird das alles leer hier. Na gut, ein paar Eisenbarren sind da noch drin. So, was haben wir dann noch? Den Sand zu Quickborn. Da ist ja, glaube ich, viel hier drin, 370. Was zu essen machen. Hab noch gar nichts zu Mittag gegessen. Ist schon halb zwei durch. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal eine größere Aufnahme machen. Jetzt haben wir es immer gleich bei 2 Stunden. Ich will mir das so ein bisschen angewöhnen, dass wenn ich aufnehme, dass ich dann gleich hier ja, das mal lange mache. So 2,5 Stunden sind dann nämlich die Folgen für 2 Wochen. Ist das ja doch so noch so ein kleines bisschen entspannter, sage ich mal, wenn man gleich so auf Masse geht und 2 Wochen Ruhe hat. Und gerade jetzt, wenn es draußen wärmer wird, also theoretisch, es ist jetzt Ende April und also als das aufgenommen wird, also wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon Mitte Mai so ungefähr. Draußen sind gerade mal 12 Grad und wenn ich dran denke, das war vor 25 Jahren, und da ist mit kurzer Hose rumgelaufen. Und jetzt hat es ja Mitte April noch geschneit ein bisschen. Also es ist schon ein bisschen... Könnte man glatt auf die Idee kommen, dass das Wetter verrückt spielt. Also ist mal noch Eisenbarren hier. Ah, jetzt stört sich das aber schon jetzt hier durch diese ganzen längeren LKWs. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich dann hier bei, oder man müsste ein paar bei zu Quickborn umlenken. Jetzt sind die Eisenbarren da mit drin. Holzträger, Kohle, Stahlbarren, Holz. Ja, natürlich nicht, sonst hätte ich die gleich mal umgelenkt. Ach, egal. Dornhahn akzeptiert mehr Eisenbarren. Die kriegen wir wieder den roten hier. Auch wenn der natürlich jetzt nicht mehr wegtransportieren kann.
Bin mal gespannt, wie lange der Voxel Tycoon Hype noch anhält. Das habe ich ja schon in den View-Zahlen deutlich gesehen, wie es da doch ganz schön steil nach oben ging. Also relativ gesehen für ja, meine Kanalverhältnisse teilweise fast 2000 Aufrufe pro Tag. Ich glaube, der April, das wird ein richtig heftiger Rekordmonat, wo sämtliche bisherigen Aufrufzahlen brutalst überboten wurden. Eisenbahn, wer hat hier schon was hintransportiert? Stahlbahn, ja, genau. Zwei LKWs. So, warum gibt es jetzt hier Stau? Da fällt es leer los. Okay, das ist natürlich gut. Oder, naja, eigentlich nicht. Habe ich nicht noch irgendwo Kohle? Oder muss ich das dann wirklich von hier unten noch irgendwie verstärkt dorthin fahren? Na gut, ich könnte ja nochmal einen Kohlezug hinfahren lassen, wenn ich das Depot finde. Wo ist denn das nächste Depot? Das ist echt eine schlechte Depotversorgung hier. Ist ja Wahnsinn. Hier ist eins. Ist halt bloß da die falsche Richtung. Bringt mir nichts. Oder nehme ich einfach das hier oben. So, eine Diesellok brauchen wir im Moment noch. Ja, mal die ja mit 160. Noch einer rein? Nee, ne? Also wäre zu lang. So, und dann diese Route Kohle nach Dingshausen, die müsste es doch schon geben. Hier nach Quickborn. Kohle zu Quickborn Nord. Das ist erst ein Fahrzeug, was dort lang fährt. Und dann machen wir jetzt noch ein zweites. Doch neue Wagen. Hier nämlich diese blauen. Hab mich nämlich gerade schon gewundert. Hä, der blaue, der sah so komisch aus. Der kann 23 und der Alter 8. Müssen wir auch nochmal umrüsten dann. Sind das wirklich alles die alten? Ja. Hab ich die nie mal. Achso. Kann natürlich sein, dass ich es in der letzten Aufnahme machen wollte, aber irgendwie ist das dann wahrscheinlich abgestorben. Oh, komm, das ist die Lok, die ja mit 160 hier durchzieht. Oh, das sieht man gleich. Wie die ordentlich Gas gibt. Genießt es. Hier durch, hier rum, über die Brücke. Und ist dann gleich da. Cool. Aber wir machen einfach mal weiter jetzt mit Fahrzeugen umbauen. Ja, es sind eigentlich jetzt nicht mehr ganz so viele, würde ich sagen. Ist halt bloß immer ein bisschen Aufwand, weil es halt nicht von alleine geht. So, sind jetzt alle drei da.
Das sind Holzträger. Wieso hat er sich das gemerkt, komischerweise? Na, die Frage ist ja, ob man das mit dem Umrüsten nicht leichter machen kann, wenn man... Zeige ich das eigentlich gleich mal, wie ich das meine. Da geht es vielleicht ein Stück schneller. So, 1, 2, 3. So, also den rüsten wir jetzt einfach hier um. Auf Holzbretter. Und dann machen wir einfach zack, zack. Und die verkaufen wir. Ging doch jetzt schneller, ne? Möchte ich meinen. Dann haben wir mal Holzbretter für Sulzburg. Das ist jetzt sehr holzlastig jetzt hier, die Umrüstung. Holzbretter. Ja, mal wieder den hier. Jetzt, bei denen merkte sich das jetzt immer, ne? Hm. So. Dann verkaufen wir die hier. Kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld wieder. Dann kaufen wir jetzt einfach den hier. Halt, wenn man es richtig macht. Zack. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob man so billiger kommt, aber sowas macht er jetzt hier. Vollständig beladen. Gerade, ob ich jetzt nochmal einen zweiten Input mache, wenn das da so staut. Ist vielleicht auch nicht dumm.